Neulich stehe ich an einer Kreuzung und höre, wie zwei ältere Damen das vorbeifahrende Gefährt kommentieren. Watten dat? Ein Quatt. Wat? Quatt. Watten Quatsch. Ihr seht, Quads sind im Straßenverkehr immer noch ziemlich exotisch. Da Quads rechtlich weder mit PKWs noch Motorrädern direkt vergleichbar sind, ist oftmals nicht klar, welche Vorschriften im Einzelfall gelten. Und genau das klären wir in diesem Video. Mein Name ist Alexander Sievers, ich bin Clubjurist beim ADAC. Noch vor einiger Zeit bei vielen als reines Sportfahrzeug oder als Nutzfahrzeug für Land- und Forstwirte bekannt, erfreut sich das Quad auch im täglichen Straßenverkehr immer größerer Beliebtheit. Bei einem Quad handelt es sich ähnlich wie beim PKW um ein Kraftfahrzeug mit vier Rädern. Allerdings weisen Quads neben der meist offenen Bauweise große Ähnlichkeiten mit Krafträdern auf. Streng genommen sind jedoch nicht alle Fahrzeuge, die dieser Beschreibung entsprechen, zulassungsrechtlich Quads. Wer es genau wissen möchte, der findet Einzelheiten dazu in der EU-Verordnung Nummer 168 aus 2013. Wir möchten in diesem Video aus Vereinfachungsgründen den Begriff Quad aber als gängigen Oberbegriff verwenden. Die erste Frage dürfte in der Regel sein, ob man zum Fahren einen Führerschein braucht und wenn ja, welchen. Und hier gibt es durchaus Unterschiede, je nachdem, mit was für einem Quad ihr fahren möchtet. Mit dem PKW-Führerschein, also der Klasse B, habt ihr keine Probleme. Damit dürft ihr im Grunde alle Arten von Quads fahren, da deren zulässiges Gesamtgewicht nicht über 3,5 Tonnen liegt. Ist das Quad als leichtes, vierrädriges Kraftfahrzeug der Klasse L6E einzuordnen, genügt auch die Klasse AM. Diese Art von Quads kennzeichnet insbesondere die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern. Das Mindestalter in Deutschland beträgt für die Klasse AM 15 Jahre. Bei einer Zulassung des Quads als Zugmaschine kommen auch die Klassen L oder T in Betracht, wenn das Quad nach seiner Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt ist und für solche Zwecke eingesetzt wird. Bei der Klasse T darf aber keine höhere Geschwindigkeit als 60 Stundenkilometer möglich sein, bei der Klasse L nicht höher als 40 Stundenkilometer. Und das Mindestalter beträgt hier 16 Jahre. Die Antwort gibt hier § 21a Absatz 2 Satz 1 der Straßenverkehrsordnung, kurz StVO. Dort heißt es: Wer Krafträder oder offene drei- oder mehrrädrige Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 20 km/h führt, sowie auf oder in ihnen mitfährt, muss während der Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen. Das gilt nicht, wenn vorgeschriebene Sicherheitsgurte angelegt sind. Ja, was heißt denn das jetzt? Einfach formuliert, in aller Regel besteht beim Fahren von Quads Helmpflicht, da diese nicht mit Sicherheitsgurten ausgestattet sind. Auch hier ist zu unterscheiden. Zulassungsfreie Quads müssen nicht zum TÜV. Das sind solche mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis maximal 45 Stundenkilometern, die zur Klasse L6E gehören. Alle anderen Quads müssen regelmäßig überprüft werden. Sollte euer Quad noch eine Zulassung als PKW offen erhalten haben, gilt für die erste Hauptuntersuchung eine Frist von 36 Monaten und für die weiteren alle 24 Monate. Mit den anderen Quads müsst ihr alle 24 Monate zur Hauptuntersuchung. Ja, Quads benötigen darüber hinaus natürlich auch eine Versicherung. Auch hier ist zu unterscheiden. Für zulassungsfreie Quads bekommt ihr ein Versicherungskennzeichen. Für die anderen Quads benötigt ihr im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren bei der Zulassungsstelle eine elektronische Versicherungsbestätigung, kurz EVB. Außerdem bekommen wir häufig die Frage gestellt, wie es mit Verbandskasten und Co. auf einem Quad aussieht. An dieser Stelle kommt es ebenfalls auf die jeweilige Zulassung an. Erste-Hilfematerial müsst ihr immer dabei haben, es sei denn, das Quad ist als land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschine zugelassen. Tja, das war ein kurzer Überblick über die rechtlichen Fragen zum Quad.
Ich hoffe, euch hat dieses Video mal wieder gut gefallen. Tschüss und bis bald.